Guten Morgen. Also wir haben hier, wie man sieht, am Parkplatz geschlafen. Direkt hinterm Ikea. Ich gehe schnell ins Auto, sonst versteht ihr mich wahrscheinlich nicht. Wir werden jetzt noch zum Ikea reingehen, weil wir wollten ja schon die ganze Woche eine Besorgung machen. Wir brauchen noch einen Teppich. Nämlich diesen kleinen Teppich da unten, den wir in Rumänien gekauft haben. Den wollen wir ersetzen mit einem etwas größeren. Und also gehen wir jetzt noch schnell zum Ikea, schauen wir, ob wir was finden. Und dann überlegen wir uns, ob wir noch eine Runde mit den Rädern fahren hier in Genua oder ob wir gleich weiterfahren Richtung Frankreich. Wir sind gerade beim Frühstück und haben da eine Ananas geköpft. Und dann schauen wir da aus dem Fenster. Und dann sehen wir, oh, da wird eine schöne neue Brücke gebaut. Mitten in der Diskussion über diese Technik des Brückenbaus ist uns eingefallen, dass hier ja vor einem Jahr eine Brücke zusammengestürzt ist. In Genua, wir sind in Genua momentan. Und siehe da, wir sind drauf gekommen, diese besagte Morandi-Brücke ist genau hier gewesen. Und zufälligerweise parken wir genau fast drunter. Sind knapp 50 Menschen gestorben vor einem Jahr, ja. Und jetzt wird die neue gebaut. Ja, so lernt man dazu. Auf jeden Fall herrlich, wenn die Sonne scheint. Nach einigen Regentagen. Das müssen wir natürlich nicht lassen, schön sauber zu machen wieder mal. Ja, man glaubt es nicht, aber es sammelt sich wirklich einiges an Dreck an. Ja. Das ist ausgekühlt. Heute gibt's eine ganz besondere Suppe, nämlich, das ist die Spezialität meiner Großeltern, die burgenländische vanonische Rahmsuppe. Sonnenschein, man glaubt es kaum, aber es ist wahr. Wir verlassen jetzt Genua. Wir haben hier nicht wirklich Sachen angeschaut, aber Erledigungen konnten wir machen. Zum einen eben bei Ikea. Ja, wir waren bei Ikea und beim Bauhaus und haben uns diverse Sachen gekauft, die wir noch nötig hatten. Und ja, sonst die Stadt haben wir uns nicht angeschaut. Drinnen in der Stadt kann man nicht parken. Wir sind jetzt ungefähr 8 Kilometer außerhalb des Zentrums. Es gibt kaum öffentlichen nutzbaren Verkehr mit den Fahrrädern. Wäre das eine längere Exkursion geworden, auf die wir keine Lust hatten. Und man muss auch dazu sagen, dass unser Schwerpunkt jetzt nicht wirklich auf Italien liegt. Klar, wir schauen uns wirklich die schönen Plätze an, also nur die wirklich schönen Plätze an, auf die wir Lust haben, wie zum Beispiel gestern Manarola und Positano. Aber schlussendlich soll es ja für uns in den Süden gehen. Na? Ja, Spanien und Portugal ist eigentlich das Hauptziel, hauptsächlich Spanien und Richtung Frühjahr dann nach Portugal und dann im Norden wieder zurück nach Österreich. So viel zu Brücken in Genua, was ist deine Philosophie dazu? Das alles hier ist nur eine Ausweichstrecke, die wurde wahrscheinlich eben vor einem Jahr gebaut, wie die andere Brücke eingestürzt ist, weil man irgendwie den Verkehr managen muss. Das ist die Hauptverkehrsroute zwischen Italien und Frankreich. Zumindest Richtung Südfrankreich. Und wenn da plötzlich die Brücke der Hauptverkehrsroute weg ist, dann haben die natürlich ein Verkehrsproblem. Was man hier auch deutlich sehen kann, Stau. Überall Stau, überall steht die Polizei und muss irgendwie managen, dass da nicht alles ganz verstopft ist. Bald auch wieder 10 Euro ärmer. Also die Mauthöhe in Italien ist wirklich ein Horror. 100 Kilometer kosten Minimum 10 Euro. Ja, man muss wirklich einiges angespart haben, wenn man in Italien reisen will.
Also wenn wir diesen LKW kapern, dann können wir uns alle italienischen Autobahnen leisten. Denn die Maut hier ist so teuer und die Autobahn ist so Schrott und so baufällig. Fladern wir uns glatt diese Autos, aber nicht über diese Brücke fahren. Brücken und Italien haben nichts Gutes miteinander. Also wir müssen da irgendwo weit hinauf, weil da befindet sich dieses Menora-Zentrum, was wir uns anschauen wollen. Aber ja, um dahin zu gelangen, müssen wir erstmal schauen, wie wir da hinkommen, weil da vorne fängt schon einmal eine Gartstraße an. Gabriel schaut gerade, was es damit auf sich hat, ob wir da durch können oder nicht, aber ich befürchte, es wird nichts. Schaut nicht so schlecht aus, aber ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Irgendwo da oben ist das. Aber ist dort Asphalt oder ist das? Das Ziel, das ist nur ein bisschen lang geschwappt. Ah, okay. Zerkratzen wir uns jetzt alles. Wow. Wir haben jetzt umgedreht, weil der Weg ist uns etwas zu vage. Also da könnte man noch leicht abrutschen, weil einfach alles durch Sturm und Regen weich ist. Und ja, wir haben jetzt da irgendwie mit Ach und Krach umgedreht und suchen uns jetzt eine andere Straße dorthin, wo wir hinfahren wollen. Hoffentlich funktioniert's. Angeblich sind wir jetzt auf der richtigen Straße. Schauen wir mal und hoffen, dass das auch so ist. Guten Morgen. Wir haben ja geschlafen jetzt letzte Nacht. Ja, einer Stunde von der französischen Grenze entfernt. Ja, mitten in den Olivenhainen. Wir haben gestern dann noch hingefunden zu diesem Zentrum, was wir uns anschauen wollten. Ja, es waren sehr nette Leute und sie haben uns auch hier den Platz empfohlen. Jetzt werden wir frühstücken und dann nach Frankreich fahren, nach Nizza. Bene! Erstmal lecker Mittagessen. Wir montieren diese Lampe hier. Die haben wir uns letztens geholt, hier beim Leroy. Thank you.
Also wir haben jetzt gerade die Aussicht über Monte Carlo und Monaco angeschaut. Ja, schaut recht gut aus von der Ferne. Schauen wir mal, ob es aus der Nähe was zu bieten hat. Außer Casinos. Irgendwas, was wir uns leisten können. Auf jeden Fall, das Wetter ist heute herrlich. Ja, das Wetter müssen wir nutzen. Morgen ist schon wieder Regen angesagt. Also fahren wir jetzt runter in die Stadt. Da oben waren wir vorher. Von dort haben wir die Aussicht gesehen. Und jetzt sind wir da unten, mitten im Hafen. Genau, also wir waren da oben gerade beim Casino und ja, wie man sich erwartet hat, natürlich ganz teure Autos, Luxusautos, Ferrari, Lamborghini, was haben wir noch gesehen, Rolls-Royce, also wer wirklich teure Autos sehen möchte, der sollte daher kommen. Wir sind gerade in Monaco. Ja, es ist schön natürlich, es ist sehr sauber, die Gebäude sind sehr schön. Zumindest in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegt haben. Es ist ja ein sehr kleiner Staat. Eine Info am Rande, Monaco ist nach Vatikan der zweitkleinste Staat von der Welt und somit auch der zweitreichste. Ja, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und vergesst nicht zum Abonnieren.